Tag 1 erfolgreich überstanden, Tag 2 ist jetzt schon 18 Stunden alt, ich war in der Zeit relativ fleißig. Als erstes, das was ich angekündigt hatte, möchte ich euch gerne zeigen, was ich in der Post erhalten hatte. Das Upgrade war leider nur Rang 6, ein Rang höher, hätte es eine höhere Belohnung gegeben, so gab es nur die Seele des Meeres Rüstung und einmal Level 3 Juwelen im Set. War okay, ich habe wie auch an Tag 1 gelevelt, habe Energie normal aufgefüllt, habe die Aufgaben, die 20 Stück gemacht, deswegen wird es hier auch nicht mehr angezeigt. Bei den Kopfgeldern war ich auch schon relativ fleißig, alles schön manuell, ihr seht es oben links, immer noch VIP 0. Und neues Event, Januar Party, zeige ich euch gleich, weil dafür werden wir dann auch nochmal kurz den Server wechseln. Dafür brauche ich auch keine Pause. Jetzt will ich euch erstmal zeigen, was ich noch so freigeschaltet habe. Als erstes im Hafen, was neu sein müsste für euch, ist das Angeln. Da haben wir ein paar Angelchancen, gibt Fische und die könnt ihr dann gegen Berry eintauschen. Spare ich mir gerade auf. Dann ist es möglich, eure Leute, die auch angeln können, zu beklauen mit der Hand und mit dem Haken eine Fangchance wieder hinzuzufügen. Wenn ich es richtig beobachtet habe, ist das Hinzufügen nur begrenzt möglich. Das Klauen aber pro Charakter, also pro hier Legends in oder Brakchan. Diese Charaktere einmal am Tag klauen und das auch nur dann, wenn sie über 5 Chancen haben. Also ab 6 Chancen könnt ihr klauen. Und wenn ihr lieb seid, packt ihr noch einen oben drauf. Man kann natürlich auch so gucken, wenn der jetzt nur 5 hätte, packe ich dem einen drauf und klau mir eine Chance, um selber mehr angeln zu können. Dann zusätzlich freigeschaltet das Beten. Habe ich jetzt das hier. Checken wir mal die Belohnungen, die möglich sind auf den einzelnen Leveln. Wäre nur schön, wenn es jetzt auch richtig lädt, jawohl. Das sind die Superglückbelohnungen, die auf jedem Level möglich sind. Es gibt verschiedene Glücksstufen. Die Glücksstufen kann man wieder rerollen, um auf höher zu kommen. Kostet aber wieder Coupons. Deswegen mache ich ungern. Es ist zwar schön für die Zertifikate, 10 Stück für ein komplettes Fortgeschrittenes, damit ihr wirklich ziehen könnt. Ich mache es trotzdem ungern. Aber ihr solltet es euch überlegen. Genauso, wenn ihr Beten freigeschaltet habt, guckt eure Liste durch, ob ihr bei irgendjemand anderem beten könnt und hofft, dass die Leute auch zurückbeten. Wenn ihr im Chat danach fragen wollt, was war das? Pray, glaube ich. Damit die Bescheid wissen. Ah ja, okay. Handelsmesser habt ihr schon gesehen. Angeln. Thermalbad auf Level 45 habe ich auch voll genutzt. Habe ich die 8 Stunden reingebuttert an Coupons. Und die Badezeit ausgenutzt für die doppelten Erfahrungspunkte. Die Grundbelohnung oder Grundebelohnung steigert sich Part 1 über euren Level, Part 2 über die Sterne, die ihr habt. Deswegen ist es da sinnvoll, tagtäglich auch eure 8 Coupons, 8 Stunden hier zu erhöhen, wo ihr dann auch einen doppelten Grundeffekt kriegt als Einzelperson. Also ihr kriegt keine 6,8k Erfahrungspunkte alle 10 Minuten, sondern 13,5k Erfahrungspunkte alle 10 Minuten fürs Nichtstun. Einfach nur Fenster offen haben und Zeit runterziehen lassen. Ideal für nachts. Dann freigeschaltet. Schiff haben wir ja gestern schon gesehen, aber Schiffsteile habe ich gestern noch freigeschaltet. Ja, heute freigeschaltet. Und diese bekommt ihr in Impel Down.
Auch hier gibt es die Reset-Chance, auch hier gibt es Events mit doppeltem Loot. Das heißt, dieses Resetten am besten erst gegen Tagesende, damit ihr am nächsten Tag wieder was habt. Also in meinem Fall 23,50 oder so was, mache ich Resetten. Ihr habt verschiedene Anzahl an Herzen, je nach VIP-Level. Normalerweise habt ihr 3. Also 3 Tries. Ich könnte jetzt einmal probieren. Wenn ich dann verliere, habe ich kein Herzen mehr, keine Versuche mehr. Ausradieren ist leider auch eine VIP-Geschichte. Habe ich noch irgendetwas freigeschaltet, was ich jetzt vergessen habe? Ja, das nicht wirklich, aber ich muss euch etwas beichten. Ich habe ein paar Vita-Tränke ausgegeben, um Materialien zu farmen. Wenn das jetzt lädt, kann ich es euch auch zeigen. Jawohl. Und zwar, die Brust haben wir ja kostenlos gekriegt. Dann, weil ich nicht weitergekommen bin in der Story, habe ich mir noch die Waffe gemacht. Die Materialien hatte ich so gut wie vollständig zur Seite liegen. Also die entsprechenden hier Extrollmünzen. Die hatte ich zur Seite liegen. Dann kam ich irgendwann wieder nicht weiter. Hatte nicht genug Extrollmünzen. Und dann durfte ich so ein paar Tränke reinbuttern und farmen. Für die Handschuhe und Kopfteil. Und ja, damit habe ich jetzt momentan geschafft bis auf Level 57. Ich habe noch Kopfgeldaufträge ein paar übrig. Den Auftrag kann ich nicht machen, den kann ich machen. Und ich verstärke auch wieder nur einmal, wer weiß, ob es nochmal kommt. Und das macht 2 Erfahrungspunkte aus. Mehr 2% Erfahrung. Das heißt, 8% haben wir theoretisch noch übrig, könnte also noch Level 58 heute werden. Ich weiß nicht, ob ihr das in diesem Video noch sehen werdet. Das Server-Start-Event heute, Polieren-Rangliste, ist momentan nur Legend gelistet mit dem Polieren. Und das geht über Ausrüstung, Polieren. Und dann hier Stufe 2, Stufe 0. Ich habe die Sachen deswegen noch nicht durchpoliert, weil es auch eine Aufgabe gibt bei Kopfgeld. Poliere deine Ausrüstung. Deswegen habe ich es an der Stelle jetzt noch nicht gemacht. Ziel bei Polieren-Rangliste, damit man überhaupt in die Rangliste kommt, 5. Also 5 Ausrüstungen. Polierungen. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Im Tauschladen fällt mir gerade nur die antiken Münzen ein, wo wir gerade noch nicht drankommen. Ja, primärer magischer Kristall, 20 antike Münzen, kommen wir jetzt momentan noch nicht dran. Dafür brauchen wir noch den Level Up, der machbar ist. Und ja, mal schauen. Ich will auf jeden Fall da jetzt nicht noch mehr Tränke reinbuttern. Ansonsten haben wir als Neues die Januar-Party. Da war ich selber total überrascht, als ich das heute Morgen gesehen hatte. Da gibt es dann solche Aufgaben. Schüttle 5-mal den Berrybaum. Mache alle Kopfgelder. Fische 20-mal. Alle Aufgaben. Super Smash. Lade einmal auf. Hahaha. Wir sind hier Free-to-Play-Spieler. Vitalität kaufen. Die 25 Coupons raushauen, macht man sowieso für die Aktivitätspunkte im täglichen Muss. Online sein, dort kriegt man hin. Spätestens wenn man in der Quelle war, kann man da diese 2 Vapo-Metalle abholen. Konsumbelohnungen für Diamanten, die man ausgegeben hat, ist für uns als Free-to-Play-Spieler auch irrelevant. Das Roulette, das sind dann diese Feiertickets. Dann könnt ihr überlegen, zieht ihr einfach, zieht ihr zehnfach, wenn ihr genug Coupons habt. Ihr könnt euch auch welche hier für die Diamanten kaufen. Werde ich an dieser Stelle nicht machen, mache ich auch auf 404 nicht. Und die Belohnungen sind dann hier relativ unterschiedlich. Token-Evolutionssteine, Token-Kisten,
Die sind halt die Tokens dann hinterher fürs Erwachen, haben wir auch freigeschaltet, ist jetzt momentan noch nicht relevant. Haken-Material-Truhe ist auch erst ab Level 100 interessant, wenn man es dann nutzt. Der bunte Stein, der Durchbruch ist auch mehr Late-Game, genauso wie die Super-XP-Muschel, dafür müssen wir erstmal die Muscheln haben. Was sehr interessant sind, sind diese Dreifach-S-Fragment-Pakete. Wenn ihr sehr, sehr viel Glück habt, könnt ihr in der Zeit des Events oder von solchen Events auch genug Pakete zusammenkriegen, um euch einen 3S-Charakter herzustellen. Aber da müsst ihr sehr, sehr viel Glück haben. Die Seelen sind für Schätze verbessern, kommen wir auch erst später zu. Dann haben wir hier noch 10er-Paket, 20er-Paket, aha. 8er Juwelentruhe. Und das wäre auch nochmal ein ordentlicher Kampfkraft-Push. Aufladung-Rangliste geht halt tatsächlich nach Aufladung und diese größere Belohnung ab 15.000er Aufladung. Einmal einen Rang, der bleibt dann kontinuierlich. Und 380 Triple S Fragmente. Ist relativ böse, 80 Fragmente für 3 Sterne, 100 Fragmente 4 Sterne, 5 Sterne, Triple S Charakter habt ihr dann dadurch, wenn ihr wirklich die 15.000 aufladet und auf Rang 1 landet. Das ist noch hinzu. 11er Juwel, nochmal ein paar Seelen und Haken-Material-Thron. Ja, aber wie gesagt, das ist rein cashmäßig, das ist Free-to-Play, hier ist Free-to-Play. Und wo wir bei Free-to-Play sind und möglichst kostengünstig, einmal ziehen in Super Smash. Super Smash, den habe ich euch noch gar nicht gezeigt, deswegen wechseln wir jetzt mal kurz den Server auf 404. Nutzen ein Ticket. Und einmal kostenlos wechseln. 404 habe ich ein bisschen Geld rein investiert, okay. Aber es ist genau dieselbe Reset-Chance und so weiter und so fort. Hier geht es darum, ihr habt euren Main-Charakter und zufällige Charaktere, wo ihr dann das möglichst beste Team rausholen müsst. Wie das genau aussieht, ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und wir wechseln jetzt einmal einfach, weil wir es können. Und haben doch schon eine deutlich bessere Kombination jetzt hier. Valentins Ruffy. Und Newgate, die packe ich mir auf jeden Fall rein. Dann ein Kizaru. Und... ach komm, Cyborg Frankie. Die Kombination habe ich jetzt gemacht, weil... mit dem U... immun gegen Betäubung, Versteinerung, Einschlafen, Einfrieren und Normalangriff. Heißt, die Normalangriffe, die jucken den einfach nicht. Aber wenn er angegriffen wird, ist die Chance da, dass Whitebeard triggert. Kizaru. Mit dem Markieren alles wunderbar. Das Ausweichen von erste Ugi oder Normalangriff jede Runde. Finde ich sehr, sehr nice. Deswegen habe ich den drin. Und Frankie hat auch so ein bisschen was von wegen aushalten. Hört sich alles so ein bisschen blöd an, aber ja. Dann geht es darum, Siege zu erreichen. Je höher die Siege, umso höher die Belohnungen. Und auch da dauert es wieder, bis es ladet. Lädt. Die 800, das sind Coupons. Nein, Ehre, Schitte. Wo sind denn die Coupons? Auf jeden Fall gibt es auch die Möglichkeit, Coupons zu erhalten. Da sind sie, 100. Genauso wie Doppel-S-Charaktere, davon Fragmente. Von fortgeschrittenen Zertifikaten. Und so weiter und so fort. Und auch für Super Smash gibt es ein Doppel-Event. Deswegen, normalerweise spart man sich diese Karten bei dem Event jetzt, nutzt man sie. Und wenn man dann seine Siege oder 3 Niederlagen hat, dann hat man einen Schlüssel, wo man entsprechende Zugmöglichkeiten hat. Bei 11 und 12 Wins
erschlagt mich nicht, wenn es jetzt komplett falsch ist, aber irgendwo in der Größenordnung, habt ihr 5 Züge. Und ihr kriegt danach 5 Loot-Möglichkeiten. Ich zeige euch das jetzt mal auf unserem 406er. Hier habe ich schon einmal gezogen. Von 3. Oder du hast in den 2 Ziehungen gewonnen. Erste Ziehung gemacht. Die zweite Ziehung hebe ich mir auf. Aus dem ganz einfachen Grunde. Einfach nur ziehen. Das heißt nicht gewinnen und dann komplett looten, sondern nur ziehen ist die Voraussetzung für einmal ziehen in Super Smash. Und so spart ihr euch Tickets. Wollte ich nebenbei nochmal erwähnt haben, damit ihr da auf dem Laufenden seid. Und ja, ich denke, ich beende das Video an dieser Stelle. Eventuell auch nicht. Ihr wisst es jetzt schon anhand der Länge des Videos. Ich weiß es noch nicht. Und wenn ich es beende, gibt es dann auf Tag 3, was meine Fortschritte sind. Wie wir beim Server-Event abgeschnitten haben und so weiter und so fort wieder. Also die Videos werden jetzt geplant auf jeden Fall etwas kürzer als die letzten beiden. Da bin ich weit über eine Stunde gekommen für Tag 1. Und das muss ich nicht unbedingt nochmal haben. Wenn es nötig ist und genug Content da ist, ja okay, bringe ich jetzt. Aber ansonsten, die Videos werden geplant kürzer. Also, wenn wir uns jetzt nicht mehr sehen in diesem Video, hoffe ich, ihr guckt beim nächsten Video wieder rein und lasst eventuell auch in den Kommentaren ein paar Anregungen etc. pp. Da. Oder ihr kommt einfach ins Spiel, dann ins Discord und auch da können wir ein wenig im allgemeinen Channel schreiben, soweit ich zu Hause bin. Also, wir sehen uns, hören uns, whatever. So, habt ihr mich doch nochmal? Nämlich Todeskampf samstags. Habe ich schon gemacht. Nicht gewonnen, habe es aber geschafft, 5 Gegner in meinen Niederlagen zu plätten. Könnte natürlich noch ein paar Crewmitglieder rekrutieren jetzt. Aber wer Video 1 geguckt hat, weiß, warum ich es nicht tue. Und bei meinen 0 Wins und auch nur 2 Tries bleibe. Dreimal herausfordern, ja, sollte man eigentlich mitnehmen. Ich tue es aber jetzt auf diesem Server nicht, weil ich mache wirklich Tryhard Free to Play auf dem Server. Mal schauen, ob das so effektiv ist, wie ich es mir wünsche. Und ja, wer weiß, vielleicht kommt noch was, aber das, was ich eben noch sagte, greift trotzdem noch. So, Tag 2 ist vorbei. Musik mache ich euch jetzt keine Hand. Und ja, was habe ich euch von Tag 2 nicht gezeigt? Und Toter Brook. Bap. Mittwoch, samstags. Ihr habt da 3 Tries. Und wie man hier sieht, sind wir als Free-to-Play-Spieler mit Rang 4 gar nicht so schlecht bedient gewesen. Und ich möchte euch zeigen, was wir da so alles erreicht haben. Haha, im Polieren haben wir sogar Platz 3 erhalten. Was uns auch für Tag 3 ordentlich was bringen wird. Den Single-Schaden nehmen wir ab. Holen wir ab. Und hier holen wir auch ab. 700 Coupons. Wunderbare Quelle. Damit sind wir auf 1, 2... Ich zeige euch in der Aufnahme noch, wie ich das Thermalbad bestücke. Und ihr seht auch die Couponkosten. Zur Not müsst ihr das Video halt immer wieder kurz pausieren. 7, 8 und jetzt waste ich noch mal ein paar, um Erfahrungsbonus zu kriegen. Ist nicht effektiv, möchte ich dazu sagen, aber ich möchte den Erfahrungsbonus mitnehmen. Auf 13.000. Jupp, und wir sehen uns dann in dem Video zu Tag 3, was auch nicht allzu lange wird. Aber ich denke mal, mit dieser Videolänge, die wir jetzt haben, können wir sehr gut leben.
Und ja, lasst mir wie immer die Kommentare da, Däumchen und so weiter und so fort. Ihr wisst es, ich habe es schon erwähnt. Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.